Elisabeth, es ist schön, dass man dich lächeln sieht nach dem Stufenbarren jetzt im Finale. Das war zwar nicht im Plan, aber ich möchte gerne ein Interview mit dir führen über die historische Dimension deiner Silbermedaille im Mehrkampf. Das war ein irres Ding. Gratulation nochmal dazu und mit kurzem Abstand auf diesen Wettkampf. Wie ist der bei dir jetzt in Erinnerung geblieben, dieser Mehrkampf von Berlin? Also in Erinnerung ist mir eigentlich der ganze Tag geblieben, weil er so aufregend war. Ich habe morgens angefangen mit einem ganz normalen Tag, bin frühstücken gegangen, habe ein leichtes Training gemacht und dann im Training passiert es, dass ich bei einem nur bei einer Radwende am Balken mit dem einen Fuß abrutsche und mir den Finger auskugel und das war erstmal ein Riesenschock. Dann ging es weiter, dass wir danach noch ein Foto mit Frau Merkel gemacht haben, natürlich nochmal Aufregung pur. Und dann der Wettkampf mittags, wo ich mit einem Handicap reingegangen bin und mit einer Silbermedaille raus. Also es ist auf jeden Fall ein unvergesslicher Tag. Nach über einem Vierteljahrhundert eine deutsche Turnerin auf dem Silberplatz. Ich kann es noch nicht fassen. Das ist eine Riesendimension. Bewahre dir diesen Wettkampf gut in Erinnerung. Und welcher Finger war es? Der linke. Also es ist auch so, dass er jetzt heute auch gezeigt, also nachdem ich gestern Abend jetzt das Tape weggemacht habe, hat er schon gezeigt, dass er das nicht okay fand, dass er, nachdem er ausgekugelt war, dann noch einen Vierkampf geturnt hat, sage ich jetzt mal. Also er war halt schon ziemlich dick dann heute, aber dadurch, dass er jetzt wieder ganz gut getaped war, habe ich ihn jetzt am Sprung und Barren eigentlich gar nicht gemerkt und jetzt werde ich ihn halt weiter pflegen, dass es wieder ganz normal ihm geht, aber wenn ich so ein Tape habe, ist alles okay. Ein Wort noch zum Barren jetzt eben, abgehakt schon, denn die Übung lief ja eigentlich optimal durch bis fast zum Schluss. Ja, nee, optimal leider nicht. Es war halt so, dass so ein bisschen die Luft draußen war. Ja, es war halt so, dass ich halt gestern ein bisschen, also es war natürlich ein langer Tag und auch stressig. Und dann war es auch so, dass ich nicht einfach ins Bett gegangen bin und habe gedacht, okay, so jetzt schläfst du, morgen sind noch zwei Geräte. Sondern es ging mir so viel in den Kopf rum, dass ich gar nicht einschlafen konnte. Und heute, ja, am Sprung bin ich als Siebte ins Finale, als Fünfte raus. Das war ja nochmal eine Steigerung, da bin ich sehr zufrieden mit. Und Barren habe ich durchgeturnt, aber es war keine so tolle Übung. Aber es war auf jeden Fall eine tolle Europameisterschaft. Ja, auf alle Fälle. Und trotzdem, du wirkst immer so abgeklärt, so cool. Stimmt das oder ist das Fassade, kribbelt's innerlich in dir? Vielleicht sieht es so aus, aber auf jeden Fall bin ich innerlich, kribbelt's total. Vor allem, wenn ich mir jetzt ein paar Mal überlege, hallo, du bist Vize-Europameisterin. Es ist unglaublich. Ja. Jetzt gucken wir mal schnell zum Monitor, denn dann turnt dein Kollege Thomas Terrano. Alles Gute noch für den Rest dieses Jahres und dem wichtigen Höhepunkt zur WM. Dankeschön.